Freitagabend, der Sportplatz am Weiher in Flieden. Das nächste Derby in der Fußball-Hessenliga. Der SV Bochonia Flieden empfängt den Hünfelder SV. Die beiden Mannschaften stehen sich bereits zum zweiten Mal gegenüber. Im Hinspiel hatten die Bochonen die Punkte mit einem 2:0-Sieg aus Hünfeld entführt. Es ist nicht mehr so warm wie an den letzten Tagen. Vor dem Anpfiff regnet es leicht. Trotzdem sind 700 Zuschauer hier dabei. Anstoß um 18.30 Uhr. Achte Spielminute, es gibt Freistoß für die Gastgeber. Andreas Treves in die Mauer, dann Sascha Rumpeldes im Nachschuss, aber doch ein ganzes Stück neben den Kasten. 4 Minuten später, die Fliedner verlieren den Ball, dann Maximilian Fröhlich auf der linken Seite. Immer noch Fröhlich, dann Sebastian Alles, der Hünfelder zieht aber ein Stück zu hoch. Die Fliedner heute mit den lange verletzten Fabian Schaub und Kemal Safan. Hünfeld mit unveränderter Aufstellung zur Vorwoche. Jetzt eine gute halbe Stunde gespielt. Freistoß von Rumpeldes, dann Fabian Schaub. Nochmal Schaub, Andreas Treves und Sebastian Ernst im HSV-Kasten auf dem Posten. Dann kurz vor der Pause noch einmal Freistoß für die Bochonen. Marc Götze bringt den Ball. Fabian Schaub verpasst. Kemal Safan am langen Pfosten auch knapp am Ball vorbei. Das wäre fast die Führung für die Fliedner gewesen. Damit geht es torlos in die Kabinen. Zweite Halbzeit, 56. Minute, langer Ball von Fliedenskeeper Lukas Hohmann. Dann Franz Faulstich, der Hünfelder, mit dem Fehler. Marc Götze schickt Andreas Treves auf die Reise. Treves, Marcel Dücker kann nicht richtig klären. Dann Marc Röhrig mit dem Ball nach innen, wieder Andreas Treves. Und dann ist der Ball im Kasten. Bochonia Flieden führt mit 1:0. Die Gäste, die in der ersten Hälfte ganz tief standen, müssen jetzt aufmachen, drücken jetzt auch ein wenig. 67. Minute, es gibt Freistoß für den HSV. Julian Rode wird ausführen. Rode, Kopfball, Franz Faulstich und der geht knapp vorbei. Die Fliedner verlegen sich aufs Kontern. 3 Minuten später die Gastgeber mit Lukas Hagemann, der ist für Fabian Schaub gekommen. Immer noch Hagemann, Hagemann, dann Nico Hohmann, der zieht ab, verfehlt den Kasten, aber auch ein ganzes Stück. Noch eine Viertelstunde zu spielen, jetzt wieder der HSV. Julian Rode mit dem Ball auf Nikolas Häuser, der auf Daniel Kornagel, Kornagel, aber auch ein Stück neben das Tor. Noch 3 Minuten zu spielen, Flieden führt immer noch 1:0. Dann noch einmal die Bochonen über Marc Götze, Marc Röhrig in die Mitte und dann ist Andreas Treves da. Der Ball wird noch von Nikolas Häuser abgefälscht. Das 2:0 für den SV Bochonia Flieden in der 88. Minute. Die Entscheidung. Wenig später pfeift Schiedsrichter Christoph Rüber aus Kassel die Partie dann auch ab. Der SV Bochonia Flieden schlägt den Hünfelder SV mit 2:0 und ist jetzt mit 6 Punkten Tabellenzehnter. Hünfeld hat 4 Zähler auf dem Konto und ist 13. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey!